Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge vom Politik-Tycoon mit der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands. Und wir werden in Sachsen-Anhalt voraussichtlich zweitstärkste Kraft. So, vor der Folge aber würde ich gerne die Zeit für eine kleine Ankündigung nutzen. Während wir hier die maximale Haftstrafe heraussetzen. Ziemlich asozial. Naja, jedenfalls würde ich gerne die Zeit für eine kleine Ankündigung nutzen. Zeit für eine kleine Ankündigung nutzen. Dieses Let's Play wird von nun an voraussichtlich jeden zweiten Tag erscheinen. Abwechselnd mit einem Let's Play mit einer aktualisierten Datenbank mit und mit realen Politikern drin. Das wird ziemlich lustig. Ich habe schon sehr, sehr, sehr viele reingemacht. Es kommen auch noch welche dazu. Zum Teil bekanntere, zum Teil unbekanntere, aber die meisten Bekannten sollten dabei sein. Alle Ministerpräsidenten und Minister und Bundeskanzler sind natürlich hier drin. Jede Partei hat mindestens fünf Politiker und es gibt Veränderungen bei den Parteien. Die Piraten, die Bürger in Wut, der Minderheitenbund sind weg. Es gibt die V-Partei hoch 3, MLPD und das Zentrum. Wir werden das Zentrum spielen, das Zentrum aber in einer etwas abgeänderten Form, nämlich. Das ist die einzige Partei ohne realistische Politiker, sondern da kommen dann Politiker drin, andere Politiker rein. Ne? Das werde ich dann in der Folge erzählen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal nach Sachsen-Anhalt rein. Ja, das machen wir, mit den Linken machen wir nicht. CDU, NPD, SPD in Sachsen. Mit Alexandra Neusel als Ministerpräsidentin. Da sind ja die AfD glecklichst rausgeflogen, kann man schon fast sagen. Wie sieht es mit Mitgliedern aus? Das passt noch. Ab Bundestagswahlen sind, da kriegt der Herr Bauern 24 Wochen im Bund. Was habe ich denn hier noch im Bund laufen? Ein paar Karte. Hier, das läuft auf perfekt 24 Wochen. Kann ich das hier 24 machen? Okay, dann machen wir das erstmal so. Kriegseinsatz. Ach ja, die AfD ist ja auch nicht mehr Bundestag. Ich vergaß. Da ist das noch gar nicht so lange her, da ich die letzte Folge aufgenommen habe. Um genau zu sein, einen Tag. Etwa. Die Folge soll von jetzt aus in etwa 27 Minuten online kommen. Bin mal wieder super hier im zeitlichen Sinne. Bin ich immer bei Let's Plays, die ich täglich oder was ähnliches rausbringen will. Nehmen wir uns da mal statt der AfD. Die AfD sollte noch ziemlich stark, dann machen wir hier statt den Grünen die AfD. Ja, das war die richtige Entscheidung. Die Grünen sind aber auch noch drin, die Piraten auch noch. Ansonsten ist die FDP schwächste, Wahlschwächste, wie auch immer. Das Thema wird diskutiert, Studiengebühren, die sollen höher werden. Staat muss natürlich auch die Bildung finanzieren können. 8 Wochen sind bar, wir wahlen, da sollen wir auch zweitstärkste werden. Die Grünen sollen ein bisschen verlieren. Ja, das sieht ja erstmal erfreulich aus. Ja, da können wir direkt bei den Grünen spionieren. Privatflüge in die Karibik, was ist denn das? Ich gehe ja gar nicht hier. Grüne raus, grüne. Okay, ja. In der Realität geht keine Partei was, habe ich ja schon mal gesagt. Jeder soll seine Meinung frei äußern. Linke, alles Linke hier. Ich mach dich mit den Linken. Es ist einfach I. Nein. Das sieht schon besser aus. Was ist das hier? Linke. Nein. Also ein Ökoner. Einen Piraten mache ich ja schon aus Prinzip nicht. Linke, AfD, Grüne, Piraten, nette Koalition. Theresa Flügger als Ministerpräsidentin. So, Dauerelterngeldbezug soll gesenkt werden. Ich auch dafür, meine ich. Aber gesagt. Regierung ist weiter asozial. Ich möchte ja, wie gesagt, keine politische Meinung zu äußern. So, Barbie-Wahlen sind dann jetzt auch. Das war noch mal ein bisschen spionieren hier.
Die Alternative für Deutschland hat auch nichts und die Bürger in Wut sind. Sind die denn heute alle skandalfrei? Vielleicht die Freien Wähler? Mafia. No. Wollten doch nur das perfekte Pizzarezept rauskriegen oder so. Könnte mir vorstellen, dass die so eine Ausrede benutzen würden. Vor allem die Freien Wähler. Boah, dann nehmen wir uns mal hier. Die Piraten als fünftstärkste, ja, toll. Prost. Ja, als zweitstärkste. Wir könnten mit den Grünen zusammen machen. Da verhandeln wir auf jeden Fall auch. So, Mietshäuser wurden fertiggestellt. MacPom ist in 23 Wochen. So. Gut, dann spionieren wir noch bei den Minderheiten, da ist nichts. Und bei der Sozialdemokraten Partei hier, Linke auch, ja, Berlin hier. Piraten, gerade bei denen, die unbedingt einen Skandal haben sollten. Und nochmal hier GroKo, ne? Ja. Haben wir auf dem Sparbuch 1,5 Millionen knapp. Geht ja noch. So, da machen wir auf jeden Fall mit. Da machen wir auf jeden Fall auch mit. Und da machen wir auch mal mit. Wobei wir pokern heute mal. Diese Piraten ist böse. NPD, CDU, FDP, AfD. Ludwig Bauer, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Nett. Unser erster Ministerpräsident. Und dann auch noch von so einem wichtigen Land wie Bavü. Schön. Nicht mal im Osten. Ich hab nichts gegen ostdeutsche Bürger. Ossis. Das war bewusst so ausgesprochen. Wegkommen. Waldemar Hauer, ich glaube, du musst bis jetzt mal hier. Wie sieht es mit der Bedeutung aus? Ziemlich hoch inzwischen. 30 Euro den Mitgliedsbeitrag. Ja. So, wir holen uns mal einen Politiker. So, möglichst beliebt. Brauchen konservativ und liberal. Ist mir zu sozial, aber ich kann es mal versuchen. Ja, durchaus annehmbar, das ist super. Bisschen spenden. Ist, glaube ich, immer in Ordnung. Müssen halt mehr Leute anholen. Toni Lemaier, ich glaube, der ist, bin ich zu unbedeutend. Nee, nicht mal. Ah, du bist aber hier so ein guter Politiker, dir spende ich 25.000 Spenden. Hier, du siehst gut aus. Rainer Bloch. Arschloch. Ich sage, blöde Person. So. Thunile Meyer. Kanzler. Und MacAlfred, irgendjemand, irgendwas, das andere halt. Thunile Meyer und MacAlfred. Weil Mauer kommt dann fürs nächste. Irgendwann wird er schon mal am Posten kriegen können. Habe ich noch Fernsehen laufen und Flyer habe ich wahrscheinlich auch noch laufen. 4 Wochen noch. Bis Deutschland. So, und dann können wir noch mal hier. Bauen wir mal ein Mietshochhaus. Wir müssen uns ja irgendwie auch finanzieren. Zahle die nochmal 2,5 Millionen ein. Möchte bitte gern einzahlen. Gern einzahlen, genau. Ich möchte gern einzahlen. Ja, ich möchte gern einzahlen. So. So versteht man es dann, ja. Welche Partei wählen Sie?
Ja, wieder das typische AfD-Rumgegröle. Das sieht super aus, sag ich mal. Das sieht ja super aus. Ja, ach scheiße, die Piraten werden reinkommen. Die FDP fliegt raus. Ah, das ist das. Das ist erfreulich. So, wie sieht der Bundestag momentan aus? Langweilig. Ah, komm jetzt gleich Spannung rein. Wir kommen hier in die Regierung. Da verhandeln wir auch mit allen. Wir müssen in die Regierung hören. Also, das ist, ja, das ist jetzt Pflicht. Regierung. Wir müssen Kanzler stellen hier. Da dürfen den Toni nicht enttäuschen. Ja, die Grünen nochmal hier schön spionieren. Spionieren. So. Ja, sind nicht mal dabei. Trotz stärkster Kraft angeblich. Deutlich stärkste Kraft. Die SPD ist dann doch noch zweitstärkste geworden. Dann CDU, Grüne, Linke und Piraten. Das ist ein interessantes Parlament. Ein sehr interessantes Parlament. In der Realität, da würde ich, ich glaube, da würde ich rumschreien, ehrlich gesagt. Aber wir machen, wie gesagt, alles. Hauptsache, wir kommen in die Regierung. Das ist jetzt hier die Nazi-Scheiße. Die bilden jetzt bestimmt hier. Na, mit den Piraten. Ja, toll. Außenminister, ja. Nein, der Herr Hauer wird außen. Ich glaube, die Posten, die gefallen mir sogar so ganz gut. Ja, die gefallen mir sehr gut. Umweltverkehr, ach komm, machen wir einmal neu. Finanz. Ah ja, Arbeitsminister super, Außenminister super, Familie ist super, immer super, Finanzminister super, Verteidigung ist perfekt. So, da kommt, da wird alles Nachwuchs hier. Außer der Außenminister, das wird der Waldemar. Das wird der Waldemar. So, Bundeskanzler Toni Lemeyer, NPD, Arbeitsminister Marius Plätzchen, NPD, Außenminister Waldemar Hauer, NPD, Bildungsministerin Jara Brein-Zwiebel, CDU. Die hatte irgendwann gerade auch schon mal einen Posten gehabt. Familienminister Guido Frosteich, NPD. Finanzminister Sven Hoggendoppel, NPD. Gesundheitsministerin Henriette Fischteich, CDU. Umweltministerin Lolita Speckschrank von den Piraten. Ach, die haben nur einen Minister. Haha. Verkehrsminister Fabian Postbach von der CDU. Verteidigungsminister Helmut Eichhorn von der NPD. Das ist ja mal hier. Das ist ja. Wir gehen jetzt mal hier in die Historie. Bundeskanzler hat angefangen mit Fabian Postbach von der CDU, ging weiter an Dennis Schub von der NPD, SPD. Ist jetzt Toni Meyer von der NPD. Der Arbeitsminister, ja, Xaviera Xindl, SPD, nach Jara Brein-Zwiebel, CDU und dann nach Marius Plätzchen, NPD. So, Außenminister Peter Pablo Auerhahn, CDU, dann Xaviera Xindl, SPD und dann Waldemar Auer. Ja, SPD, SPD, CDU. Gehe ich jetzt mal schnell durch SPD, CDU, NPD, SPD, CDU, NPD, CDU, SPD, CDU, CDU, SPD, Piraten, ugh, der Umweltminister ist eklig. SPD, CDU, CDU, SPD, SPD, NPD, ja, der Verteidigungsminister muss von der NPD sein, das ist Pflicht. Können wir was einbringen hier? So was wie Strafmündigkeit auf 16 erhöhen. Nee, runtermachen wollen wir da. Ah ja. Wir müssen was Asoziales machen. Hier der Einkommensteuersatz für unter. Machen wir den. Den erhöhen wir mal auf 18. Sind wir mal so freundlich. Sieht's aus mit Regierung im Bundestag. Ja, zweimal GroKo, nur unter verschiedener Führung. Und jetzt ist halt NPD, CDU geraten. Zur Union natürlich. Ist das euer Ernst? Der war teuer. Ja, egal, dann haben wir jetzt hier den. Ja, da haben wir. Also, das, ich glaube, das war der längste Ministerpräsident in der Geschichte der Menschheit. Bundeskanzler, ja. Ja, okay. Bundeskanzler, aber ist wohl schneller weggestorben, als man dachte. Ey. Ach, der. Ah ja, das ist wieder der Bug. Du kommst in meine Partei. Du kommst jetzt in meine Partei, du wirst Ministerpräsident. Arschloch. Hier, ich Ministerpräsident von Sachsen holen. Nee.
Wahrscheinlich eher weniger. Jetzt egal, ob die irgendwo Politiker sind, ich hole mir die ran. Solange die konservativ und liberal sind, ist mir das egal. Ja, hier, wenn du nicht diese Scheißbekanntheit hättest, würde ich dich sofort nehmen. Ja, Willi Klemann. Was halten Sie von meiner Partei? Ja, 50.000. Gut. Herr Klemann, Sie sind Spitzenkandidat für MacPom. Machen die Folge heute mal ein bisschen länger. Ich bin gut gelaunt. So, erste Abstimmung. Ja, natürlich haben wir ja selbst eingebracht. Ey! Ja! Ich hätte mit der Union Marmel. Ach, mache ich auch. Arschlöcher hier. Ja, ich begraben. Dann machen wir jetzt das Verteidigungsbudget erhöhen. Auf 33 Milliarden. So. Wir müssen Geld ausgeben. Aber eigentlich müssen wir extrem viel sparen momentan. Ach, wir machen Quitt. Ach, wir müssen überhaupt nicht sparen. So. MacBomb-Wahlen. Da werden wir hoffentlich Stärkste. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ah, haha. Ah, gar nichts dazu gemacht. Wir haben quasi die absolute, sagen wir es so. Berlin sind in 11 Wochen Wahlen. Berlin 11 Wochen. Oh, wir haben ein bisschen Geld gerade. Ach so, das haben wir schon. Gut, dann machen wir ein bisschen Plakatwerbung im gesamten Land. So, um die 80 Wochen. Dann machen wir noch ein bisschen Radiowerbung, auch so 80 Wochen. Machen wir noch Fernsehwerbung, dafür vielleicht eher so 20 Wochen. Wir machen jetzt hier ganz viel Propaganda. Müssen wir unser Geld irgendwo loswerden. So, die Berlin-Wahlen werden wir dann aber in der nächsten Folge sehen. Wie gesagt, dann erst übermorgen. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, du schaust auch beim nächsten Mal wieder rein. Ja, die Bürger in Wut sind sowieso ein bestechlicher Sauerhaupt. Piraten, die sind erst recht ein. Wirklich jetzt aber. Genau, bis Zuschauen und tschüss mit Üss.